Hallo hier vom Heldenladen. Ich bin der Klemmbau Stefan und hier geht's gleich los mit der Ladenöffnung. Ihr seht da hinter mir, die Tür ist noch verschlossen, aber es geht gleich los. Ein bisschen Zeit habe ich noch und ich habe mir überlegt, ich kümmere mich nur ein bisschen ums Schaufenster. Da habe ich schon angefangen und dachte, ich packe mal schnell die Kamera aus, bevor ich wieder fertig bin und euch gar nicht zeigen kann, wie es vorher ausgesehen hat. Wobei, so leer war es hier nicht. Ich habe ja schon hinten die ganzen Bluebricks-Kartons beiseite geräumt und mir ein paar Tassen parat gestellt und natürlich auch schon ein paar Modelle mit hier ins Fenster gestellt. So ist der aktuelle Stand. Da geht noch ein bisschen was. Der Dino, der schaut auf jeden Fall schon mal böse drein. Von daher, ich mache mich jetzt rein, fülle hier noch mal ein bisschen das Schaufenster, mache den Laden noch ein bisschen hübsch und freue mich dann gleich auf eine Ladenöffnung mit euch. Da bin ich noch mal. So, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Mittlerweile ist die Ladenöffnung schon vorbei und die Türen sind wieder zu. Deswegen sieht der Laden auch schon wieder so unordentlich aus. Versprochen, heute Morgen um 10 war da alles voll. Zumindest was die Tassen angeht. Da seht ihr schon, da hat es ein bisschen abgenommen. Einmal alles leer verkauft, so wie das sein soll. Und ich wollte euch ja das Schaufenster zeigen. Da dachte ich ja, das klappt bis heute Morgen so ohne Probleme. Hat natürlich auch funktioniert. Und wir laufen hier mal in einem Affenzahn durch den Laden, kommt mit und gucken mal, dass da keiner mit vor die Kamera läuft. Kleinen Augenblick. Ich drehe euch mal ganz elegant. Guck mal hier, wo wir rauskommen. So, das wäre jetzt natürlich hier die Rückseite des Schaufensters, was ihr wahrscheinlich ja schon von draußen kennt. Jetzt gehen wir zusammen einmal raus und gucken uns das natürlich von draußen an. Ich hoffe mit den Scheiben, dass die nicht so reflektieren werden. Guck mal, wir gehen hier einmal rein. Schaut mal. Da haben wir einen großen Klopper, wobei das ist natürlich alles hier vom Winkel auch gar nicht mal so leicht. Wir gehen mal raus, leisten den Besuchern da draußen Gesellschaft und gucken uns das mal von außen an. Bis gleich. Dann probieren wir es nochmal. Die Türen sind wieder zu, Sonnenschein haben wir noch jede Menge, war heute bombastisches Wetter. Und dann gucken wir nochmal, ob wir hier was in dem Schaufenster erkennen. Fangen wir mal unten an, da steht immer noch der Königseck. Wenn es denn einer wäre. Dann haben wir hier die ganzen Mold King Flitzer, alle mit Vitrine. Hier hinten habe ich einmal unser ganzes Tassensortiment, alle neuen Farben, schon mal zum Angucken mit aufgebaut. Denkt bitte dran, unsere Scheiben haben einen riesengroßen UV-Schutz, das heißt, die wirken alle ein bisschen grünlicher, als sie sind. Wir haben sie natürlich auch noch mal in live da. Hier unten haben wir dann den Ankylosaurus, das neue Lego-Dinosaurierchen, welches hier von dem Ceratosaurus leicht überschattet wird. Und vielleicht haben wir da hinten hier den neuen Suzuki Jimny von Kader bekommen. Sobald den mal jemand aufbaut, hätten wir da, glaube ich, eine ganz gute Deko für den Dinosaurier, die er dann fressen könnte, ne? So, dann geht es eine Etage weiter hoch. Da hatten wir heute Morgen ja auch schon hier den Sportwagen mit Kotflügelverbreiterung und höhenverstellbaren Fahrwerk. Hier geht es weiter mit dem König der Tiger. Nein, der König der Löwen natürlich. Hier haben wir ihn, den kleinen Simba. Jetzt sehe ich gerade, dem fehlt ja noch sein Buffet. Das wäre natürlich auch mit dabei. Das ist, glaube ich, noch hinten bei uns in der Küche. Und ganz neu zusammengebaut, ganz, ganz frisch hier aus dem Studio gepflückt, haben wir von Kader die Shell Tankstelle. Mit den komischen Proportionen zur Zapfsäule im Verhältnis zum Auto, aber der Rest an sich sieht doch schon mal richtig gut aus. Zumindest wurde ich da die letzten 3 Tage sehr, sehr häufig nachgefragt. Ebenso hier wie die kleinen Zapfsäulen, also die kleine Extra-Tankstelle oder den Waschsalon. Sehr, sehr schicke Sets auf jeden Fall. Hat mich sehr darauf gefreut, dass die endlich hier mit im Laden erhältlich sind. Vielleicht baut man da mal was draus, denn die Teile an sich sind ja schon mal super stark. Hier oben geht es dann weiter mit einem Mold King Flitzer, 120 Euro für 2800 Teile und gefolgt von den Maserati MC20 Cielo in dem neuen Babyblau. Wäre hier die Executive Edition wegen der Bodenplatte. Dann habe ich hier vorne noch einen kleinen Vergleich. Muss ich mal schauen, dass hier nicht alles so reflektiert. Da haben wir einmal den Lego Speed Champion Ferrari F40 ohne Scheinwerfer vorne. Da regnet es ein bisschen rein. Im Vergleich hier zu einem Speed Champion, natürlich ohne Lizenz, mit dem besseren Design. Geschmackssache natürlich. Gefolgt von dem Lancia Delta Integrale und eine Etage weiter oben. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das noch seht mit der Reflexion. Das wird wahrscheinlich nicht so gut passen. Da haben wir dann noch ein paar Mold King Autoschen mit hingepackt.
schwenkt man nur mal durch. Ich werde das noch mal mit besserem Licht versuchen für euch abzulichten. So, was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat, ist, ich habe schon sehr positives Feedback von euch bekommen, direkt heute, wie schön unser Schaufenster ist und wie stimmig das mit eingerichtet ist. Das Gute ist, da hinten haben wir noch ein Schaufenster, da kann ich das Gleiche ja nochmal machen und habe vielleicht noch ein, zwei Ideen, was man da alles super mit einbauen könnte. So, ich hoffe, euch, ihr hattet viel Spaß hier bei dem kleinen Einblick, was sich hier im Schaufenster wieder alles getan hat. Ich halte euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Nächste Woche gibt es wieder ein Produktvideo für euch mit den ganzen Neuheiten, was sich da drin noch alles so getan hat. Bis dahin wünsche ich euch einen großartigen Sonntag. Genießt das schöne Wetter, lasst es euch gut gehen und viel Spaß beim Bauen. Euer Klemmbau-Stefan.